Ja, salut, bienvenue, mes amis. Hier ist nochmals Kulis Filmwelt. Und wer sich jetzt fragt, warum nochmals? Ja, ich war vorhin schon mal vor 1,5 Stunden circa hier auf Twitch. Und ich hatte auch da schon gesagt, es handelt sich hier heute nur ausschließlich und einschließlich und alles drumherum nur um einen Teststream. Denn eigentlich streame ich auf Kulis Filmwelt auf YouTube. Könnt ihr auch gerne nachverfolgen, wenn ihr auf meinem Kanal hier schaut, auf Twitch. Dort habe ich den Kanal auf YouTube von mir verlinkt. Könnt ihr gerne schauen. Ich reviewe Filme, ob alt, ob jung, ob weiß ich woher. Ja. Ist immer ganz interessant und ich habe jetzt immer ja, vorrangig auf YouTube live gestreamt. Aber dort hatte ich auch schon mal gesagt, im letzten Jahr, ich möchte meine Flügel ausbreiten auf weitere Social Media Plattformen und dementsprechend auch auf Twitch. Naja, das habe ich heute gemacht, ja. Ich habe also einen Twitch-Account gemacht und das lief auch alles wunderbar, ja. Ich habe vorhin sogar schon gestreamt und Wunder, oh Wunder, eine kleine Person irgendwie kam vorbei und hat schon mal geschaut, ja. Ich habe mich ja schon mal gefreut, ja. Das war ja vorhin schon nicht sehr früh mehr am Tag. Es war schon recht spät, ja. Da habe ich gedacht, okay, ist ja mal schon mal was, ja. Wenn das so weitergeht. Naja, was soll ich sagen, ja? Nun ja, dann habe ich also den Twitch-Account hier, den Stream. Ich streame ja von einer anderen Plattform aus. Wie ihr seht, in der rechten Ecke könnt ihr es ja sehen. Oben hier im Video. Nehme ich mal an, ja. Und da habe ich schon gesagt, naja, ich werde jetzt mal den Livestream jetzt hier ja, beenden und erstmal sehen, ob alles funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Dann hatte ich den Livestream beendet und ich saß auch in meinen ja, Aufzeichnungen im Dashboard, ja. Kulla hat vor 1 Stunde gestreamt, stand eben noch da, ja, wunderbar. Nur weiter konnte ich dann auch nicht, ich habe nichts auf dem Kanal gesehen. Ja. Es war nicht verfügbar. Die Streams sind ja eigentlich immer so 7 Tage verfügbar. Nun ja. Und ich konnte mein eigenes Video auch nicht runterladen, weil ich irgendwas nicht angeklickt habe, was oder hatte, was dafür nötig gewesen wäre. Und ich muss es jetzt nochmal probieren, ob es jetzt funktioniert. Ja, man muss es probieren, Leute, ja. Anders geht es einfach nicht. Und wenn das jetzt funktioniert, ja, ich lasse den Stream jetzt dann auch einfach drauf. Weiß sowieso nicht, ob ich den löschen könnte, ja. Also das ist schon lustig, Leute. Obwohl ich gerade ein bisschen not amused war, ja, als das nicht so funktioniert hat, wie es sollte, ja. Naja, gut. Also, meine Lieben, das war's jetzt. Jetzt habe ich schon wieder, ja, 4 Minuten hinter mir, ja. Und das war, wie gesagt, für alle, die jetzt nochmal einschalten sollten, nur ein Teststream. Man muss doch die Sachen ausprobieren, bevor man wirklich hier akkurat hier draufkommt, ja, auf die Plattform. Naja, ich hoffe, jetzt habe ich alles richtig eingestellt, Leute. Drückt mir die Daumen, ja. Und wenn das jetzt so funktioniert, wie es so funktionieren soll und wie ich es mir auch vorstelle, dann sehen wir uns hier öfter. Also dann bin ich ja, dann bin ich statt not amused, very amused, ja. Naja, gut, meine Lieben. Ansonsten schaut morgen ruhig wieder auf meinem YouTube-Channel vorbei, wenn ihr mögt, denn dort rezensiere ich wieder einen Film morgen, da dort dann morgen nicht live, sondern als Aufzeichnung, kommt irgendwann hoch, ich weiß noch nicht wann, ja, wird irgendwann hochgeladen, weiß ich nicht, ja, nicht, dass ihr den kommt wieder hoch, ja. Naja, gut, also meine Lieben, sollte euch das hier trotzdem schon mal auch als Teststream gefallen haben, wenn es dann jetzt veröffentlicht wird und wirklich da ist, wirklich zumindest 7 Tage zu sehen ist hier auf Twitch, ja, dann wäre ich jetzt happy. Ja. Dann, und wenn es euch gefällt, abonniert den Kanal, ja, also hier Twitch-Kanal. Und YouTube-Kanal könnt ihr natürlich auch, ja, gerne abonnieren dann, ja. Gut, das war's von mir. Habt erstmal einen schönen Start in den Dienstag.
und kommt gut durch den Tag. Und vielleicht sieht man sich jetzt hier die Tage oder aber morgen auf YouTube erstmal nochmal. Ja, gut. Bis dahin sage ich erstmal gute Nacht, bonne nuit et à demain. Ja, gut. Tschüss.